Servus Leute und willkommen zurück zu Prison Architect. Ja, wir waren dabei, hier so ein bisschen Platz zu schaffen für eine für ein Gemüsebeet und eine Baumschule, das für unsere niedrige Sicherheit hier so ein bisschen dienen soll. Schauen wir mal. Wir könnten ja dann auch hier einfach eine zweite Tür reinmachen, dass die in den also eine zweite Schleuse quasi, dass die in den Arbeitsbereich mit reinkommen. Es wäre vielleicht nicht mal so doof, ne? Dann können die nämlich hier auch arbeiten. Die Herren niedrige Sicherheit hier. Da muss ich aber hier so einen kleinen Wurmfortsatz bauen quasi. 4 Meter, 3 Meter sollte eigentlich reichen. Machen wir mal 4 Meter, sicher, sicher. Man braucht da doch ein bisschen Platz. Dann haben wir hier so einen kleinen Eingang. Kleines Eingangshäuschen. Sieht zwar vielleicht ein bisschen bescheuert aus, aber muss ja. Geht schon. Dann können wir hier den Arbeitsbereich für die Herrschaften gestalten. Gut, gut, gut. Da kommen dann zwei große Gefängnistüren rein. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Das Problem ist halt, Metalldetektoren sind gerade recht teuer. Da müssen wir mal schauen. So, nein, kein Licht. Kommt manuell. Hätte auch da bleiben können, ich weiß. Aber gut. Ich bin da so perfektionistisch, dass ich sogar zu perfektionistisch bin. Das ist so eine kleine Angewohnheit. Wo ist denn jetzt nochmal der Metalldetektor? Ich finde das Ding nie. Da. Die müssen wir uns jetzt leider leisten. Auch wenn sie kackteuer sind, aber das muss sein. Im Moment ist es andersrum. Ich hoffe, das stimmt so. Ich habe keine Ahnung. So, installiert mal bitte die Tür, dass man hier auch durchkommt. Ihr habt Strom. Wo haben die Metall... Ne, die sind noch gar nicht installiert. Ich denke mal gerade schon, ihr könnt doch keinen Strom haben, WTF. Schlägen wir hier mal ein Kabel runter. Bis zu den Metalldetektoren. So. Haben wir hier eine kleine Schleuse gebaut. Ich weiß, ihr habt keinen Strom, liebe Metalldetektoren. Wir haben 5000 plus, das heißt, wir könnten mal noch mal ein bisschen Kredit aufnehmen. Na, ganz ehrlich, das werden wir brauchen. Ich habe das Gefühl, ich werde den Kredit niemals zurückzahlen, aber gut. Muss ich ja auch eigentlich nicht, solange ich genügend tägliches Einkommen habe. Ich sollte aufpassen. 8 Insassen kann ich nicht mehr aufnehmen. Dann sollte ich besser mein Gefängnis schließen, weil sonst wird es hier ein bisschen eng mit den Gefangenen. Gut. Dann warten, dann schauen wir mal, wie wir das jetzt mit diesen... Dann machen wir erstmal Zäune, 2 frei. Wie viel brauchen wir hier frei? Machen wir mal 4 frei, dass wir hier so einen kleinen Gang haben. Ich meine, 8 Meter reicht ja. Dann haben wir hier quasi nochmal 8 Meter und jetzt haben wir 10. Und das zweite Ding hier wird die Baumschule. Wie breit sind denn die Gänge? 4 Meter, okay, dann passt das schon hier. Nee, Moment, das mache ich anders. Das mache ich ein bisschen schmäler. Das sieht sonst ein bisschen übertrieben aus hier. Ich meine, so große Gänge brauche ich jetzt auch wieder nicht. Machen wir hier eine Tür rein und dann hat sich das. Und ein paar Lampen. Das wäre vielleicht wichtig. Machen wir es so. Dann haben wir ja auch genügend Beleuchtung. Und dann können wir das ganze neue Zeug mal anlegen. Vor allem halt auch den Mod, weil ich den einfach mal sehen wollte. Weil der sehr interessant sein könnte eigentlich. Vor allem auch jetzt, da man jetzt neuen Content hinzufügen kann, könnte das sehr interessant werden, wo sich das Spiel noch hin entwickelt. Da bin ich sehr gespannt. Weil ich echt nicht direkt sagen kann, wo das jetzt hinführt. Ich hoffe zu was Gutem. Und hoffentlich zu haufenweise Mods, was echt wünschenswert wäre. Ich meine, es gibt ein paar, aber es gibt jetzt halt auch die Möglichkeit, neuen Content hinzuzufügen. Und das ist echt praktisch. So, jetzt können wir das hier gemeinsam machen. Die Krankenstation auch. Dann hätten wir hier unten eigentlich gar keine mehr gebraucht. Aber gut, dann können wir das ja eventuell anderweitig nutzen, hier das Gebiet. Schauen wir mal. Und das hier ist... Niedrige Sicherheit only.
Wobei, die kommen jetzt hier durch. Das ist nicht so geplant. Das ist auf jeden Fall Staff-only hier. Genauso wie das ganze Zeug. Und auch das hier ist Staff-only. Moment mal. Ihr sollt eigentlich hier nicht durchkommen. Das sollte schon verschlossen sein. Wobei, da können wir eigentlich nicht... Na, Tür brauchen wir da nicht unbedingt. Ist ja egal. Wobei, da haben wir hier vermutlich keinen Zugang, ne? Doch, haben wir irgendwo. Gut. Dann können wir das wieder so gestalten. So, hier Wedge Table Patch und eine Baumschule. So, Baumschule braucht man nichts. Das machen jetzt die Arbeiter. Für den Wedge Table Patch braucht man noch Seeds und ein Shed. Wedge Table Seeds, genau, und eine Hütte. Ich weiß jetzt nur, wie rum die sich gehört. Ich baue die mal. Bauen wir die mal dahin. So, Wedge Table Seeds. Verdammt. Geht jetzt nicht ganz auf, ich weiß, aber es sollte schon irgendwie passen. So, dann haben wir hier ein kleines Gemüsebeet. Das dürfte jetzt ein bisschen dauern. Ach, Moment. Ich hab da ja was vergessen. Dann braucht er da erstmal Kompost dafür. Es laggt gerade ein bisschen. Ja, gut, kann sein. Ich renne da gerade im Hintergrund noch. Also sorry, wenn es gerade kurz laggt. Das sollte gleich wieder vorbei sein. Hoffe ich. Spiel, please. Krieg dich wieder ein. Spiel. Jetzt hat sich's wieder einbekommen. Gut. Ja, die machen jetzt erstmal hier Kompost hin. Und dann haben wir hier einen kleinen... Ja, das wird schon. Bäume werden hier auf jeden Fall gepflanzt. Das finde ich super. Dann können wir nämlich langsam mal hier alles arbeiten lassen. So, maximale Jobs 6. Können wir nämlich ein paar Leute zuweisen, die hier drin arbeiten. Da ist alles voll, glaube ich. Ja, perfekt. Wobei wir eigentlich... diesen Bereich hier shared lassen könnten. Da müsste ich das abtrennen. Dann mache ich das hier so. Machen wir hier dicht. Beziehungsweise eine große Gefängnistür hier halt rein. Dann machen wir hier so einen Außenarbeitsbereich noch und dann kommen, da können wir den, da nämlich die normale Sicherheitsstufe auch reinlassen. So, wir sehen, wir haben höchst anspruchsvoll designte Vegetable Seeds. Wie gesagt, das ist nur ein Demonstrationsmod von Prison Architect Team selbst. Also bitte nicht wundern, wenn das hier aussieht, wenn das hier so in Paint gemacht wurde. Das ist einfach nur ein Demonstrationsmod, den ich mal installiert habe. Ich weiß auch nicht, ob der weiterentwickelt wird. Ich glaube... Sie haben in dem Video, das ich gerade noch angeschaut habe, gesagt, die Community darf den gerne weiterentwickeln und schauen, was daraus wird. Also ist auch interessant auf jeden Fall. Jetzt können wir sagen, hier hinten niedrige Sicherheit und hier gemeinsamer Bereich. Kann ich gar nicht. Wieso? Ist eh schon... Ach so, weil aber Außenbereich, deswegen ist das so ausgegraut. Deshalb. Okay. Aber jetzt können die da auch rein. Theoretisch hätten wir die Schleuse gar nicht gebraucht. Jetzt hätten... jetzt, na wohl, hier können sie, glaube ich, nicht schmuggeln, oder? Ja, okay. Ein Werkzeug, na, von mir aus. Okay, Gefahrenstufe ist da, weil die Beschwerden haben. Was haben sie denn? Essen, Erholung, Familie, Training. Aha. Wie sieht es denn hier mit dem Essen aus? Ist alles in Ordnung? Ich glaube, wir kommen mit dem Essen nicht mehr nach, ne? Wo sind eigentlich meine... 4 Köche haben wir hier. Wir haben hier auch Leute beim Arbeiten, ne? Ja. 8 Gefangene sollten hier eigentlich mitkochen. Also wenn nicht gerade Essensteil, das ist klar. Ich glaube, wir müssen die Küche erweitern. Kann das sein? Oh, was zur Hölle macht die Abfalltruhe da? Abfalltruhe vor allem. Was zum Teufel macht die da? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, wir müssen hier tatsächlich erweitern.
Und wir brauchen vor allem mehr Köche. Weil ich glaube, wir haben ja deutlich mehr... Ja, wir brauchen auf jeden Fall Köche. Machen wir mal 10 Köche. Ich glaube, das sollte reichen. Können wir uns auf jeden Fall momentan noch leisten. Mal schauen, wie das wird. Bin sehr gespannt. Gut. Dann läuft ja das erstmal. Hoffentlich. Und dann können wir uns mal im Klassenraum kümmern. Wollte ich ja hier drinnen anhängen. Das ist an sich auch ganz praktisch, weil dann kann die Low Security quasi auch mit rein. Dann machen wir hier nämlich mal... Schließen wir die Lücke. Das wird dann auch noch verlängert, wenn ich mal irgendwo Geld habe. Oder übrige Zeit, je nachdem. Dann mache ich nämlich hier einfach den Gang weiter und mache da... Naja, 3 Klassenräume sollten reichen. Weil man braucht immer unterschiedliche Klassenräume für die einzelnen Kurse. Deswegen sollte man sich da vielleicht ein bisschen... Sollte man nicht so große, dafür mehrere machen. Dann kann man da ein bisschen flexibler sein. Dann kann man mehr... Ja, kann man da ein bisschen... Ihr wisst, was ich meine. Vielleicht. So, ein Typ soll hier mal stationiert werden. Wie sieht es mit den Patrouillen aus? Die sind jetzt immer noch da. Okay. Was auch sonst. Hier draußen sollte auf jeden Fall noch eine Patrouille gehen. Okay, da ist Zaun. Ich meine, man weiß ja nie, was hier draußen so passiert, ne? Da werde ich dann später auch Hunde nutzen dafür. Die sind aber gerade noch nicht da. Insofern ist das hinfällig. So. Hier draußen sollte auf jeden Fall auch einer gehen. Hier oben ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Da passiert nicht so viel, hoffe ich zumindest. Insofern passt das schon. Gut. Gefahrenstufe steigt. Gefangene haben ernsthafte Beschwerden. Ja, Essen halt vor allem, ne? Aber wir haben jetzt massiv genug Mahlzeiten, also jetzt sollte es eigentlich klappen. Ich meine, wir haben jetzt 2 Kantinen. Da unten wird irgendwie recht wenig hingeliefert. Das kommt recht spät an hier scheinbar. Weil die so lange brauchen. Wir müssen da auf jeden Fall einen Versorgungsgang nach unten ziehen irgendwie. Weil das wird auch witzig irgendwie. Ja, da muss ich mal schauen. So, du brauchst einen Eingang. Das haben wir gleich. Wir liegen schon wieder... Ist ein bisschen doof hier. Das hat sich, glaube ich, wieder verbuggt, ne? So. Man könnte theoretisch mal das mit den Informanten ausprobieren. Würde gehen. So. Danke. Lampen bitte weg. Was ist denn jetzt hier falsch? Das sollte eigentlich schon noch da sein. Habe ich irgendwie verkackt jetzt gerade? So, Ziegelsteinmauer. Wie groß machen wir den Shit denn jetzt? Ich baue erstmal ein Klassenzimmer. Dafür braucht man einen Schreibtisch für den Lehrer. Machen wir den mal hier an den Rand. Ist ja an sich relativ egal. Und dann, wo sind denn die Pulte hier? Ich glaube, das geht so. Ich glaube, die kommen dahin. Bin mir zwar nicht so ganz sicher, aber ich glaube, das ist so. Machen wir den Schreibtisch mal doch dann mittig, wenn wir schon so stehen haben. Das ist der erste Raum dann quasi. Da sind jetzt 16 Tische drin. Ich mache 8. Laberkack, Entschuldigung. Ist das groß genug? Ich meine, wir könnten den noch ein bisschen größer machen an sich. Machen wir den ein bisschen größer noch. So, jetzt haben wir 12 Tische drin. Das sollte aber reichen. Das können wir dann je nach Bedarf noch weiterziehen. Da. Ich habe was vergessen. Verdammt. Ich habe die Tür vergessen. Man sollte ja auch nur in den Raum reinkommen, ne? Das wäre vielleicht ganz praktisch. Und zwar ohne durch 3 Millionen Türen zu gehen. So, da können wir gespiegelt nochmal den gleichen Klassenraum quasi oben drüber setzen. So, ein paar Lampen.
Immer gut. Strom haben wir hier oben keinen. Genau, da war ja was. Brauchen wir ja auch noch hier. Ziehen wir den mal hier raus. Über den Hof. Ich hoffe, die graben sich nicht nach unten in die Kabel rein. Was an sich auch mal eine coole Idee wäre. Wobei das, glaube ich, eine schlechte Idee wäre, sich in Stromkabel reinzubohren. Ist meistens nicht so gesund. Okay, Moment, wo sind denn die Klassenräume? Wo sind die Klassenräume? Ach, da. Hm? Ach, jetzt geht's. Okay. Ich dachte mir schon, irgendwie ist das was falsch. Was fehlt dem? Nichts mehr. Okay, das hat nur gebuggt. Exportzone brauchen wir auch noch. Fällt mir gerade so auf. Oh. Fuck. Ich habe ernsthaft den Kondensator schon wieder... ich habe ernsthaft den Generator schon wieder gekillt. Bitte mal schnell hier. Ich brauche Saft. Oh, Gottes Willen. Das Ding ist ja wirklich nahe an der Überlast. Also wir können uns auf jeden Fall nicht mehr viel leisten hier, oder? Wir müssen die Stromnetze mal aufteilen. Ich meine, wir hätten ja einen zweiten Generator, der ist allerdings für den unteren Bereich. Wobei wir da vielleicht den Arbeitsbereich mit dranhängen können, dann würden wir uns hier ein bisschen Strom sparen. Ich meine, es geht jetzt noch mit den 4 Kondensatoren, aber allzu lang wird das nicht reichen. Wir brauchen auf jeden Fall einen weiteren Generator. Wie ist denn der ausgelastet da unten? Fast gar nicht. Wir könnten theoretisch den Bereich hier da dranhängen tatsächlich. Hau hier mal eine Kamera hin noch. Ich trau... Naja, wobei machen wir die lieber hier hin. Dann sehen wir hier das Gebiet ein bisschen. Und hier traue ich den Jungs irgendwie auch nicht so ganz. In dem Gang hier. In dem Klassenraum... Hauen wir auch mal eine rein. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall können wir jetzt ein neues... Programm hier nehmen. Ich würde mal sagen, die Lehrstelle als Tischlerin ist nicht so wichtig jetzt. Das Grundausbildungsprogramm hat auf jeden Fall mehr Interessenten, 7 Interessenten. Und da kommt dann ein Lehrer von draußen. Das können wir auch mal machen in einem Vegetable Patch von dem Gärtner. Wir haben Gärtner, ne? Ja, einen. Stelle ich mal einen zweiten ein. Ich meine, wir haben inzwischen recht gut Außenbereich, da muss ich auch wer drum kümmern. Passt dann schon. So, Kameras sind da, man... Ich brauche nur hier oben kurz den Raum weg. Ich meine die Wände. Dass da noch eine Kamera hin kann. So, du bist hierfür zuständig. Du bist für unten zuständig und du bist auch für unten zuständig, oder wie? Nee, du bist noch für hier zuständig. Dann hängen wir da mal noch die neuen Kameras dran. 2, 4, 6. 2 haben wir noch normalerweise frei. Oder? 2, 4, 6. Ja, 6 Stück. Passt. Haben wir noch 2 frei. Können wir da oben noch eine Kamera hinklatschen? Wir müssen echt mal schauen, dass wir unsere Böden und so hier mal austauschen, weil es ist echt nicht schön. Aber gut. Wird irgendwie funktionieren, hoffe ich. Bin sehr gespannt. Okay, das ist alles gemeinsame Bereich hier, das passt. Die Schleuse nicht, weil da darf nur die Medium Security durch. Das ist alles gemeinsame Bereich, genau, das stimmt. So, ist ja an sich recht gut gegliedert hier, bin ich zumindest der Meinung. Hier hinten darf man nur Staff rein, das ist momentan noch nicht so wichtig. Da fehlt... Da ist immer noch die Mauer zu viel. Weg damit! So, wir können wieder mal Gefangene aufnehmen, wenn nicht gerade zu viele kommen. Ich weiß gerade nur nicht, 32 haben wir von hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 12, 4, 6. Wir haben eh schon zu viele, ne? Eh schon zu viele normale Risikogefangenen. Da können wir noch ein paar niedriges Risiko aufnehmen. Ja, 10 sollte reichen, dann haben wir halt ein paar in der Übergangszelle, das geht schon.
Die sollte an sich auch mal, glaube ich, gemeinsam werden. Die kommen da schon irgendwie rein, hoffe ich. Ah, die Kamera hat keinen Strom. Die hier oben hat auch keinen Strom. Können wir mal da ein Kabel rüberziehen noch. Das Problem ist halt echt, der Generator, ob der das aushält, ich hoffe. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. Ein bisschen. Ganz kleines bisschen. Und das ist auch ein bisschen nervig hier, dass das so rumbackt. Ich glaube, wir brauchen hier unten auch mal einen Personal-Dingensraum, ne? Personalruheraum. Können wir eventuell hier noch... Ah, naja, das ist auch so weit oben dann. Hier eventuell noch mit rein, aber das ist auch blöd. Neben dem Generator macht keiner gern Pause, ne? Können wir vielleicht hier noch einen einfügen? Machen wir das mal so. Die Kamera kann weg. Und da machen wir eine Gefängnistür rein. Damit da das Personal sich ausruhen kann. Wobei, das ist blöd. Dann machen wir eine Personaltür rein, weil sonst kommen die ganzen Arbeiter nicht rein. Das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Huch. Wollten Getränkeautomaten keinen Tisch. So, da kommt aber gleich mal Holzboden rein, dass wir da zumindest was fertig haben hier mal. Und dann Räume, wo ist er denn? Personalraum da. So. Alles klar, wenn das dann fertig ist, haben wir da auf jeden Fall noch einen Ruhebereich fürs Personal. Das ist ja auch schon mal was, dann können die sich hier ausruhen. Die Krankenstation können wir ja dann verlegen. Ich meine, die kommen ja jetzt in die obere Krankenstation rein. Das wäre also nicht das Problem jetzt. Ich mache jetzt aber mal einen Cut. Man sieht sich in der nächsten Folge übermorgen. Und bis dahin, Servus.